Hallo, hier ist die Andrea Sovni. Heute ist Freitag, der 23.02. Ich freue mich, dass ich wieder ein Video mache. Die Faschingszeit ist vorbei, die fünfte Jahreszeit, die wilde. Und es wird jetzt dann wieder weitergehen mit den Freitagsvideos. Heute ist das Thema Parasiten. Was ist es genau und wie kann ich dagegen vorgehen? Und ich freue mich, dass ich euch das sagen kann. Es geistert jetzt ja gerade sehr durch die Medien diese Parasitenkur. Und ich wollte einfach ein paar Anmerkungen dazu machen und Hinweise und Tipps geben. Vorneweg, du wirst es auch in dem Text finden, ist einfach wichtig, dass bei allen Tipps, die hier gegeben werden, du immer selbst die Eigenverantwortung trägst. Und ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Und die Verantwortung, was du dann letztendlich damit machst, liegt bei dir selber. Und ich kann da nur meine Erfahrungen entsprechend weitergeben. Ja, also wenn ich jetzt meinen Namen noch nicht gesagt habe, dann ich bin die Andrea Sauvigny. Ja, vorneweg kann man vielleicht zu den Parasiten mal sagen, da geht nämlich die erste Herausforderung schon los, dass unter Parasit normalerweise sehr unterschiedliche Dinge verstanden werden. Die meisten assoziieren damit sofort so Würmer, also zum Beispiel ein Bandwurm oder ein Spulwurm. Aber Parasiten sind insgesamt sehr, sehr viel weiter gefasst. Grundsätzlich kann man sagen, es sind alle Lebensformen, die auf Kosten eines Wirts leben, ohne für diesen von Nutzen zu sein. Und das sind also beileibe nicht nur die Würmer, sondern es können auch eben Bakterien oder Pilze sein. Und letztendlich sind solche Parasiten also ganz im hohen Maße spezialisiert auf ihren Wirt. Manche Parasiten haben auch mehrere Wirte, also einen Zwischenwirt und einen Endwirt. Und dieser Parasitismus, der ist also sehr, sehr vielfältig und eigentlich in der Natur allgegenwärtig. Man kann also durchaus auch eine Stechmücke als Parasit bezeichnen, weil die kommt angeflogen, die piekst dich und saugt dein Blut, da hast du gar nichts davon, und die hat dann oder das Weibchen hat dann genügend Eiweiß, um da dann ihre Eier zu bilden. Und du hast dann vielleicht noch irgendwelche anderen bakteriellen Erreger injiziert bekommen oder virale, wie zum Beispiel bei dem Dengue-Fieber. Und auch so eine Stechmücke wäre also sozusagen ein Ektoparasit. Ja? Und dann hast du vielleicht auch schon mal gehört, ich habe hier ein Bild mit, das wäre so eine große Aufnahme, die fand ich so toll, also so eine mikroskopische Aufnahme schon fast. Das ist also so eine Varroa-Milbe auf der Honigbiene, die da ihr Unwesen treibt. Aber wenn du in die Bäume schaust, was wir dann wunderschön finden, aber für den Baum nicht so toll ist, auch eine Nistel ist ein Parasit, die einfach gar keine Wurzeln mehr hat, sondern ihre Wurzeln sozusagen in den Baum hineinstreckt und dann den Saft von dem Baum zieht und dann auf Kosten des Baumlebens aber dem Baum keinerlei Vorteile bringt. Man kann sich also so ein Parasit also auch vorstellen, wie wenn nachts Einbrecher kommen bei dir, die nehmen dein Geld weg, die machen den Kühlschrank auf, fressen da alles leer, dann kacken sie dir noch mitten ins Zimmer, hinterlassen einen Riesenhaufen Dreck und morgens, wenn du aufwachst, dann merkst du, irgendwas fehlt, irgendwas ist anders, irgendwie riecht's schlecht oder ist dir schlecht und das wäre also so ein Bild für Parasiten. Ein Parasit, der so ein Protozoon ist, also so ein Einzeller,
Da kennt ihr vielleicht die Malaria, aber auch die Toxoplasmose. Die meisten Menschen sagen ja, ich bin nicht von einem Parasiten befallen, aber zum Beispiel bei der Toxoplasmose ist dieses Toxoplasma gondii, um das es da geht, weltweit verbreitet. Und in Deutschland zum Beispiel ist die Durchseuchung bei 50%. Und mit zunehmendem Alter steigt diese Durchseuchung sogar. Die meisten Menschen merken das gar nicht, dass sie da betroffen sind. Manchmal bei der Erstinfektion gibt es dann so grippeähnliche Symptome wie Fieber, Gelenk, Muskelschmerzen und Lymphknotenschwellung. Und das Toxoplasma gondii ist insofern ganz interessant. Ich zeige das mal hier. Das sind also solche Protozoen hier. Haben so eine sichelförmige Form, die sich dann auch abkapseln können in so eine Dauerform oder dann eben auch im Muskelgewebe so reingespeichert werden. Und der Kreislauf, das ist also jetzt ein Parasit, der mehrere Wirte benutzt. Es ist also so, dass die Katze eigentlich der Endwirt ist und die Katze, die hat also dann auch die Männchen und Weibchen da im Darm, die dann letztendlich Eier bilden und dann scheidet die Katze die Eier aus oder solche Vorformen, die dann sehr, sehr lange überdauern können. Die sind hitzeresistent bis 60 Grad, die sind kälteresistent und die können 3 bis 4 Jahre im Gras überdauern. Da werden sie dann in der Regel von der Maus gefressen, in der Maus oder in den Vögeln. Da werden sie dann gehen sie in eine andere Form über. Und wenn die Maus dann gefressen wird von der Katze, dann ist der Kreislauf geschlossen. Aber auf dem Gras, da fressen natürlich auch die Schweine und die Schafe. Und das heißt, die Toxoplasmen, die können dann also auch in das Schwein und in das Schaf und machen dann, weil sie da eigentlich gar nicht hinwollen, solche Dauerformen in dem Muskelfleisch. Und wenn dann das Fleisch gegessen wird, also nicht genügend erhitzt, dann kommen also die Toxoplasmen auch bei uns an. Oder wir haben sie inhaliert durch Schmierinfektion oder wenn man Katze eben hat, beim Katzenklo sauber machen, dass das da hineinkommt. Für einen erwachsenen Menschen ist das in der Regel auch gar nicht so gefährlich, nur wenn dann die Frau schwanger ist und sich dann infiziert, dann kann das passieren, dass die Toxoplasmen in das Gehirn von dem Kind einwandern. Und jetzt hat man bei dem Toxoplasma was ganz Interessantes festgestellt. Da gibt es nämlich Untersuchungen mit Mäusen und das hat man bei etlichen Parasiten schon festgestellt, dass die plötzlich anfangen, das Verhalten des Wirts zu verändern. Und eine Maus normalerweise meidet Katzen und wenn immer eine Katze irgendwo hingepinkelt hat und es nach Katzenurin riecht, da findet man normalerweise weit und breit keine Maus. Nicht so die mit Toxoplasma gondii infizierte Maus. Die sucht regelrecht diese Bereiche, die mit dem Katzenurin besprenkelt sind, weil da die Katze in der Regel vorbeikommt. Das heißt, der Parasit manipuliert das Gehirn der Maus. Wie genau das geschieht, weiß man noch gar nicht ganz genau. Und bewirkt sozusagen, dass die Maus ein auffälliges Verhalten entwickelt und sich sozusagen direkt zum Fressen der Katze anbietet. Und das ist natürlich für den Parasit dann super, weil dann kommt er da auf diese Art und Weise in sein Endwirt. Es wird immer wieder diskutiert, dass das beim Menschen auch der Fall ist, wenn er mit dem Toxoplasma infiziert ist, weil natürlich der Mensch auch in das Beuteschema der Katzenartigen passt. Ja? Also nun haben wir da in der Regel in unserem Alltag nicht mehr so viele, die wir sehen, aber Löwe, Tiger, Säbelzahntiger in der Vorzeit, das waren eben auch Katzenartige und so laufen die Forschungen und die Vermutung liegt sehr, sehr nahe, dass mit Toxoplasma infizierte Menschen, besonders dann, wenn die in das Gehirn eingewandert sind, eine viel, viel größere Risikobereitschaft haben.
Und ja, dadurch in Ermangelung des Tigers und des Löwen sozusagen nicht gefressen werden, aber eben sehr viel stärker gefährdet sind durch ihre Risikobereitschaft. Das ist also sehr, sehr interessant. Diese Verhaltensänderung des Wirts durch den Parasit ist gar nicht so selten. Es gibt zum Beispiel auch ein sehr interessantes Beispiel von der Radnetzspinne. Die baut normalerweise ihr Netz so radförmig und da gibt es ihren Parasit, Polysphincta heißt es. Das ist so eine Schlupfwespenart. Die saugt sich an den Hinterbeinen der Spinne fest. Die kann sich da auch da gar nicht dagegen wehren. Injiziert dann biochemische Stoffe und die Spinne fängt daraufhin an, gar nicht ein Netz zu weben, sondern die webt plötzlich einen Brutkokon und legt da ihre Eier rein und die Schlupfwespe, die infiziert dann praktisch diese Eier mit ihren oder legt da ihre eigenen Eier dazu und dann haben praktisch diese Larven, die da entstehen von der Schlupfwespe, gleich mal das entsprechende Futter und die Radnetzspinne, die wird dann nachdem sie den Kokon fertig hat, also sozusagen auch getötet. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Und letztendlich kann man dann in der Natur einen ständigen Wettlauf zwischen Wirt und Parasit entdecken oder feststellen, sodass es eine ständige Anpassung ist und vermutlich auch die Weiterentwicklung und die Anpassung durch die Parasiten forciert wird. Ja, im Allgemeinen ist der Parasit ganz stark abhängig von seinem Wirt. Und werden mehrere Wirtsformen benutzt, sieht es ein bisschen günstiger aus. Also wenn der Parasit im Wirt anfängt zu wuchern, dann hat das ja auch eine Begrenzung, weil wenn er zu viel wuchert, und der Wirt darüber stirbt, dann ist das auch das Aus für den Parasit. Nicht so, wenn da ein Wirtswechsel drin ist, dann hat er also wesentlich mehr Chancen, da zu überleben, auch wenn der Wirt mal hops geht. Die Vorteile für den Parasiten sind ganz klar. Der hat einen geschützten Lebensraum mit Vollverpflegung. Also der räubert den Kühlschrank leer, klaut das Geld aus der Kasse, kackt mitten ins Wohnzimmer und der Wirt darf alles wieder besorgen und auch alles wieder säubern oder kriegt dann eben die Herausforderungen, wenn er das nicht tut. Also Körpersubstanz, Nahrungsangebot, Sauerstoffbedarf, Osmose, also die ganzen Nährstoffe, Vitalstoffe, die pH-Verhältnisse, die er antrifft und den Wärmehaushalt. Und die pH-Verhältnisse, also Säure-Basen-Gleichgewicht, das wird auch noch mal ganz wichtig, wenn wir uns nachher anschauen, was ich denn gegen so einen parasitären Befall tun kann. Die Vorteile für den Zwischen- oder Endwirt sind überhaupt keine. Im Gegenteil, haben wir ja schon gesagt, du wirst geräubert und nachher kriegst du auch noch die ganzen Giftstoffe oder Abfallstoffe bei dir in den Körper rein und in der Regel bist du wesentlich weniger leistungsfähig und vielleicht sogar auch manipuliert in deinem Verhalten. Bei mehreren Wirten findet die sexuelle Fortpflanzung der Parasiten meist in dem Endwirt statt. Und wie gesagt, gibt es auch die Fehlwirte, bei den Toxoplasmen sind wir nicht unbedingt Fehlwirte, weil es ja, wie gesagt, wir ja auch in das Beuteschema der Großkatzen passen. Ja. Dann könnten wir noch sagen, dass die Anpassung des Parasitens an einen Fehlwirt in der Regel relativ schlecht ist, so dass der wesentlich mehr geschädigt wird, weil der Parasit, der will natürlich seinen Wirt nicht abtöten, weil für ihn ja dann auch das Ende bedeutet. Und beim Fehlwirt ist die Anpassung dann nicht ganz so gut, so dass man dann in der Regel, wenn man Fehlwirt ist für einen Parasiten, wesentlich mehr geschädigt wird. Ja, da gibt es auch sehr nette Videos dazu. Da kannst du einfach mal gucken bei Quarks und Co. Die haben was über Parasiten, die unheimlichen Gegner, einen tollen Film gedreht oder eine tolle Sendung gedreht vor einigen Jahren oder was eben so gerade durch die Presse geht. Dann habe ich zwei ganz tolle Bücher, wo man dann entnehmen kann, was man jetzt letztendlich gegen so einen parasitären Befall machen kann und wie es überhaupt dazu kommt. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Also das ist einmal dieses Buch von dem Dr. Karl
Probst, warum nur die Natur uns heilen kann, das erste Buch. Und dann hat er noch ein zweites geschrieben, muss ich mal auf die Seite legen. Das ist dieses hier, der natürliche Weg zu Heilung und Gesundheit. Beide Bücher kosten so um die 28 oder 29 Euro, also nicht die Welt, und die sind mehr. Ist mehr als wert, die sich anzuschaffen und da mal reinzulesen. Die sind auch sehr allgemein verständlich geschrieben, sodass ohne großes medizinisches Wissen da du ganz viel mitmachen kannst. Ja, der Dr. Probst sagt ganz klar, das Körpermilieu ist die Grundlage für Gesundheit und oder eben Krankheit. Und die Erkenntnis, dass ein negatives Potenzial und ein leicht alkalischer pH-Wert ganz entscheidende Voraussetzungen für die Zellgesundheit sind, das haben wir ja bei den Wasservideos schon mal angesprochen. Also ich will das noch mal ganz kurz wiederholen, dass das noch mal klar wird. Wenn wir hier auf dieser Achse hier mal den pH-Wert angezeichnet haben, dann wären wir hier in dem Bereich um 0 extrem sauer. Hier extrem basisch und hier bei 7 wären wir im Bereich neutral. Und dann kann man letztendlich hier noch auftragen, dieses Redoxpotenzial. Und vielleicht können wir zu dem Redoxpotenzial noch mal ganz kurz was sagen. Wenn man jetzt so in die Mitochondrien reinguckt, dann kann man da sehen, dass während der chemischen Reaktion, also bei jeder chemischen Reaktion, Elektronen verschoben werden, und zwar immer, dass die Elektronen von einem hohen negativen Potenzial im Verlauf der Reaktion, wenn mehrere Schritte drin sind, sozusagen solche Stufen herunterspringen, um dann auf ein niedriges Potenzial zu kommen, das in der Regel dann auch schon positiv ist. Und je größer diese Differenz oder je mehr Stufen das Elektron runter hüpfen kann, desto mehr Energie wird dabei frei. Und diese Energie, die wird dann so bei uns in den kleinen Kraftwerken in der Zelle, in den Mitochondrien umgewandelt. Und genau aus dieser Energie, dass das Elektron hier so verschiedene Stufen herunterspringt, da wird dann dieses ATP, das Adenosintriphosphat, dieser Brennstoff der Zellen gebildet. Und jetzt brauchen wir also in den Zellen ein möglichst hohes negatives Potenzial. Da habt ihr bei dem Wasservideo schon gesehen, dass das zum Beispiel durch diese Ausschlusszonen geschehen kann und durch die Aufladung mit Sonnenlicht. Das kann aber auch eben anderweitig noch geschehen, und da sage ich gleich noch was dazu. Also je negativer das Potenzial, desto günstiger. Also hier oben wäre das eher positiv, hier unten negativ. Das heißt, wir kriegen dann sozusagen vier Quadranten, in denen sich die Zelle befinden kann. Der sozusagen Worst Case ist oder der schlechteste Fall ist, dass es ein hohes, also ein positives Potenzial hat, sehr ungünstig, das Redoxpotenzial, und auch noch sauer ist. Dann auch ziemlich schlecht wäre das Redoxpotenzial gut, aber immer noch sauer. Schon ein bisschen besser wäre das basisch, aber das Redoxpotenzial noch nicht ganz optimal. Und ideal ist es dann praktisch in diesem Bereich. Und in diesem Bereich, wenn ich also Parasiten loswerden möchte, dann muss ich meine Zellen in diesen Bereich hineinbekommen. Und das wäre dann der Bereich für die Gesundheit. Jetzt kann man sagen, also kann man direkt auch sagen, welche Parasiten einem befallen, wenn man hier in diesem Bereich ist, oxidativ und sauer, wo sehr, sehr viele Menschen sind, die Fastfood essen, die viel Zucker, kurzkettige Kohlenhydrate essen, wenig sich bewegen. Die sind in der Regel hier. Und die haben eine ganz hohe Tendenz, Pilzerkrankungen zu bekommen, also Fachausdruck dafür Mykosen. Ob das dann eine Pilzerkrankung vom Darm ist oder Nagelpilz oder Hautpilz, Fußpilz, solche Sachen.
Diejenigen, die hier in dem Bereich sitzen, die von dem Redoxpotential schon etwas besser sind, aber eben auch im sauren Bereich, die haben eine Tendenz, sich bakterielle Infektionen einzufangen. Ja, das wären also dann eben Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Wenn man mehr in diesen Bereich hier reinkommt, dann ist es schon besser, aber immer noch eine Anfälligkeit da für Viren und auch noch für Pilze und Bakterien, aber nicht mehr ganz so stark. Und reduktiv basisch wäre dann eben keinerlei Nährboden für Parasiten oder eben für Erkrankungen. Das heißt, das Ziel müsste sein, in diesen reduktiv basischen Bereich reinzukommen. Und jetzt kann man mal gucken, wie komme ich denn in diesen basischen Bereich rein? Das haben wir schon mal kurz angesprochen. Da kann ich zum Beispiel entsäuern mit Natriumbicarbonat. Andere Namen von diesem Natriumbicarbonat sind Natriumhydrogencarbonat im Handel, also im Lebensmittelhandel findet man es auch als Speisesoda, als Backsoda, als Backnatron oder als Speisenatron. Kaisernatron ist so eine Firma, die das verkauft. Das kostet nur ein paar Cent, und das ist auch dann nachher gleich noch spannend, was man dann dazu sagen kann. Die weltweite Produktionsmenge, die liegt so ungefähr bei 100.000 Tonnen im Jahr, und die Verwendung ist unglaublich vielfältig von diesen Natriumbicarbonat, weil die Hauptverwendung ist als Back- und als Treibmittel in Brausepulvern und im Backpulver und eben auch in Haushalt, Industrie und Medizin wird sehr viel verwendet. Und das ist spannend, dass es in der Industrie zum Beispiel bei Herzinfarkt und Schlaganfall als Notfallinfusion tatsächlich gegeben wird. Obwohl das im Grunde mittlerweile aus fachmedizinischer Seite als krankmachend dargestellt wird. Und das ist spannend, weil dieses Bicarbonat ist so billig und so preiswert, dass es gar nicht von Interesse ist für zum Beispiel eine Pharmaindustrie. Da wird nichts mit verdient. Und es ist auch natürlich wenig interessant für eine Krankheitsindustrie, dass Patienten wirklich grundlegend gesunden. Dann bringen sie kein Geld mehr. Ja. Das Bicarbonat neutralisiert die Säurelast des Körpers, also zum Beispiel die Magensäure. Wenn man das Bicarbonat nimmt, kannst du einen Teelöffel davon in ein Glas Wasser nehmen und dann ist das Erste, was du passierst, wahrscheinlich, dass du rülpsen musst, weil das verfällt dann oder zersetzt sich mit der Salzsäure von der Magensäure und bildet Kochsalz, was ja für uns gut ist, und Wasser und Kohlenstoffdioxid. Und das Kohlenstoffdioxid als Gas kommt dann eben retour, sodass man dabei meistens so ein bisschen rülpsen muss. Und bei alle diese Produkte sind absolut unschädlich. Wenn das Kohlenstoffdioxid nicht so als Rülpser rauskommt, dann geht es ins Blut und wird eben über die Lungen abgeatmet. Ja. Es ist also auch das Bicarbonat ein natürlicher Puffer im Blut. Das heißt, wir brauchen es unbedingt. Und da sage ich aber nachher gleich noch was zu der Einnahme. Ja, der Dr. Probst hat hier so ein ganz gutes Zitat. Ich lese das einfach mal vor. Mit anderen Worten, eine Alkalisierung des Stoffwechsels kann bei allen Arten von Erkrankungen und bei allen Patienten als Erste-Hilfemaßnahme ohne Bedenken erfolgen. Und er gibt dann auch an, eine Entsäuerungstherapie, die findest du in dem zweiten Buch auf der Seite 29 bis 30. Und das sagt er: zweimal täglich einen Teelöffel Bicarbonat nüchtern mit möglichst viel Wasser einnehmen. Nüchtern deswegen, weil dann die Magensäure neutralisiert ist und das ist ungünstig, wenn du dazu was gegessen hast. Also da solltest du mindestens eine halbe Stunde vorher nichts essen
und beziehungsweise nachher nichts essen und eine Stunde vorher nichts gegessen haben, also deutlichen Abstand zum Essen nehmen. Wenn du zu wenig trinkst, dann kriegst du so einen Osmose-Effekt, dass nämlich das Bicarbonat dann Wasser aus den Zellen zieht. Dann kann es sein, dass dir es ein bisschen übel wird, also trink viel dazu, dann ist es ohne jedes Problem einzunehmen. Wenn ein ganz empfindlicher Magen da ist, dann kann das auch sein, dass das Bicarbonat so ein bisschen unangenehm ist. Dann gibt es auch die Möglichkeit, die super ist, zum Beispiel mit dem Bicarbonat einfach einen Einlauf zu machen. Da reinigst du auch gleichzeitig deinen Darm. Und da kannst du mal nochmal dieses Video angucken, das zum wie siedle ich ein Volk an, ja, in meinem Darm mit dem Mikrobiom. Die Dosis des Bicarbonats, die kannst du dann so lange steigern, bis der pH-Wert deines Urins ungefähr bei 8,1 liegt. Der Urin selber, der unterliegt so Tagesschwankungen. Also da geht es dann um den Morgenurin. Der Abendurin ist sowieso etwas alkalischer. Meistens ist der Morgenurin der ganz saure. Und ja, die Teststreifen dazu, die sind ganz preiswert. Die kannst du dir in der Apotheke besorgen, sodass du dann einfach über so einen Teststreifen drüber pieseln kannst und dann schauen kannst, ob das schon ausreicht, was du da so nimmst. Also ich nehme das jetzt seit im November vergangenen Jahres habe ich damit angefangen und ich habe ja so ein tolles Analysegerät, wo ich direkt in der Zelle den pH-Wert messen kann. Und bin immer noch erstaunt, dass trotz aller Maßnahmen ich immer noch leicht sauer bin. Also das ist einfach ein langer Prozess. Das ist nicht damit getan, eben mal eine Woche das zu nehmen, sondern das ist wirklich ein Ding über Monate, sodass du das ganz regelmäßig machen kannst. Und es ist auch nicht schlimm, wenn dann mal ein Tag lang weniger ist, aber kontinuierlich dranbleiben, sodass dein Körpermilieu wirklich so peu à peu in das basische Milieu hineinkommt. Ja, dann ist jetzt die Frage, wenn wir dann das Körpermilieu basisch haben, wie kriegen wir dieses Redoxpotenzial negativ, sodass wir die Elektronen wirklich auf einem hohen negativen Potenzial haben. Und da sagt der Dr. Probst, es gibt da regelgerecht eine Elektronenkur, die sehr super ist gegen diesen oxidativen Stress. Der oxidative Stress, den haben wir automatisch einfach naturbedingt, weil in den Mitochondrien bei der Energiegewinnung immer reaktive Sauerstoffverbindungen entstehen, die nennt man ROS und die verbrauchen unglaublich viele Elektronen. Und wenn dann keine Elektronen da sind, dann greifen diese reaktiven Sauerstoffverbindungen eben die Zellmembranen oder Zellorganellen an, sodass dann eben und vor allen Dingen dann die Mitochondrien, sodass dann die Mitochondrien sozusagen vernichtet werden, so nach und nach. Und da gibt es mittlerweile einen ganzen Zweig, der sich damit beschäftigt, mit der mitochondrialen Medizin. Und da steckt man mittlerweile alle degenerativen Alterserkrankungen hinein. Und so dass man da dem Alterungsprozess durch Zuführen von Elektronen deutlich entgegenwirken kann. Ja, und mit diesem oxidativen Stress, wenn also da nicht entsprechend Gegenmaßnahmen ergriffen werden, dann entsteht letztendlich Krankheit, wie zum Beispiel Krebs oder eben degenerative Erkrankungen wie Demenz oder Alzheimer oder Parkinson oder MS und solche Dinge. Daher ist es immer wichtig, dass das Redoxpotenzial zu senken, also in den negativen Bereich und den Körper mit möglichst vielen Elektronen zu fluten. Ja, wie macht man das jetzt? Also das allererste ist natürlich, du bist, was du isst. Das heißt, es geht darum, die richtigen Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Und da ist ganz klar, es geht vor allen Dingen um die Rohkost. Rohkost ist reich an Elektronen und auch an Biophotonen. Und beim Kochen und insbesondere beim Erwärmen in der Mikrowelle werden diese regelrecht vernichtet.
Und in der Folge hat man dann eigentlich kein Lebensmittel mehr, sondern nur noch ein totes Nahrungsmittel vor sich. Also einen rohen Apfel, eine rohe Karotte, einen Salat, also alles Rohkost. Ja, das ist dann möglichst einen hohen Anteil davon eben in der Ernährung. Es gibt Menschen, die essen ausschließlich Rohkost. Also ich schaffe das nicht immer. Ich esse aber zunehmend mehr Rohkost und weniger Kohlenhydrate, also besonders die kurzkettigen, weil die verbrauchen sehr viel Elektronen. Und ich mit meiner so Vorstufe von Diabetes, ich merke immer, ich bin, wenn ich doch mal eine Brezel gegessen habe, danach überhaupt nicht energiegeladen, sondern wirklich todmüde, weil das dem Körper die restlichen Energien dann entzieht, anstatt zuzuführen. Also es ist für mich direkt schädigend. Das kann ich dann immer wieder spüren, wenn ich dann doch mal eingeknickt bin, weil es so toll geduftet hat. Ja. Ja, dann ist auch sehr, sehr spannend, da haben wir uns ja auch schon bei dem Wasser darüber unterhalten, dass das Barfußlaufen auf dem natürlichen Boden ganz eine interessante Sache ist, weil der Boden sich dadurch, dass die Luft drüber streicht, negativ auflädt. Die Erde ist also sozusagen ein Kugelkondensator, der an der Oberfläche mit unzähligen Elektronen geladen ist. Der Kneipp hat ja da seine Kneippkur da drauf entwickelt, dass man morgens barfuß im feuchten Gras laufen soll. Der Viktor Schauberger hat es entsprechend beobachtet. Und du kannst ja einfach mal darüber nachdenken, wie du dich fühlst, wenn du barfuß durch das feuchte Gras läufst. Oder wie du dich fühlst, wenn du barfuß am Strand entlangläufst. Ja, was für ein Gefühl da kommt. Und das ist genau dieses sich erden und das Aufladen mit den Elektronen. Ja, dann sagt der Dr. Karl Probst auch ganz klar, den Fernseher abschaffen, weil diese negativen Informationen und die Filme, die rauben sehr viel Energie. Und die Wissenschaft, die hat dann schon nachgewiesen, dass es den gleichen Effekt hat, wenn du einen Mord im Fernsehen siehst, dann magst du das vielleicht als spannend empfinden, als wie ein Krimi, aber Fakt ist, dass dein Körper genauso reagiert, als wärst du direkt mit einem Mord konfrontiert. Und das kostet sehr viel Energie. Also ich habe aus gutem Grund seit 5 Jahren Fernsehen, Nachrichten, Radio abgeschafft und es ist ganz erstaunlich. Ich bin trotzdem immer sehr, sehr gut informiert. Ich vermisse gar nichts und ich habe dann, wenn ich dann wirklich Zeit habe, nehme ich mir ein schönes Buch, ich schalte eine schöne Musik ein und damit geht es mir dann richtig gut. Ich hätte nie gedacht, dass das so gut geht und heute kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ich das Ding noch mal je anschalten möchte. Wenn, dann schaue ich eine DVD oder ganz gezielt eine Information, aber nicht ebenso einfach durchzappen. Das macht regelrecht krank. Also stattdessen lieber ein Spaziergang in der Natur oder eine Meditation. Und Meditation ist nicht, dass man jetzt da sitzen muss und Om singt, sondern Meditation ist einfach nur in die Stille gehen, in die Ruhe gehen, bei sich selber ankommen oder ganz komplett im Jetzt und Hier sein, bei sich selber ankommen. Mit einer Sache, wo ich so ganz beim Herzen, mit dem Herzen dabei bin. Ja, also es kann auch Kochen sein oder ein Buch lesen oder in der Sonne sitzen oder ein Spaziergang oder Gartenarbeit oder. Ja, also alles, was du so richtig mit Begeisterung machst, ist im Grunde eine Art von Meditation. Ja, antioxidativ wirkende Vitalstoffe sind natürlich super. Da ist dann wichtig, die richtigen Wirkzusammenhänge zu beachten. Da wird in absehbarer Zeit auch ein Video dazu folgen. Und dann kommt jetzt das, was der Dr. Probst ganz besonders herausgefunden hat, diese Milieusanierung vom Darm durch den Schwefel. Und eben durch das Bicarbonat in der Kombination. Und der elementare Schwefel, um den es da geht, da habe ich euch mal ein Päckchen mitgebracht. Das sieht hier so aus. Ja.
Das ist ganz spannend. Also ich bin ja Chemikerin und ich war auch immer der Meinung, dass dieses Symbol hier stimmt, das hier drauf ist. Das steht hier, das ist reizend. Das ist es auch, wenn ich da richtig das in die Schleimhäute reinschmiere. Aber ich habe dann auch gedacht, das darf man auf keinen Fall essen. Und ich bin seit November, wie gesagt, 2017 dabei, regelmäßig 3 Teelöffel am Tag davon einzunehmen. Und du siehst bei mir, ich lebe und ich bin gesund und zunehmend mehr gesund. Das ist also sehr, sehr spannend, dass da offensichtlich eine Fehlinformation da ist. Ja? Fragt sich, warum. Ja, der elementare Schwefel, der war schon seit dem Altertum bekannt. Da waren nämlich die Schwefelquellen für ihre heilende Wirkung bekannt und als Schwefelquelle darf heute nur Wasser bezeichnet werden, das mehr als 1 Gramm Schwefel pro Liter Wasser enthält. Und Galenus, Plinius und Tacitus, also römische Ärzte, die erwähnen die äußerliche und innerliche Anwendung von Schwefelquellen als Universalheilmittel. Das ist spannend, gell? Universal. Heilmittel, also so praktisch gegen alles. Und Karl der Große, der war so ein bisschen von Rheuma geplagt, der baute seine Pfalzen meist in der Nähe von Schwefelquellen. Also Karlsbad ist da zum Beispiel so eine Quelle. Ja, der Schwefel wurde also dokumentiert auch, dass es Krankheiten heilt. Da ist allen voran Empedokles zu nennen, der war schon 500 vor Christus, der hat es verschriftlicht. Celsus 200 nach Christus und Paracelsus dann 1500 nach Christus ungefähr. Und von dem Paracelsus weiß man, da ist auch dokumentiert, dass der mehrfach seinen Wirkungsort verlegen musste, weil der durch die Einnahme von Schwefel die Menschen an dem Wirkungsort praktisch von allen Herausforderungen geheilt hat und dann damit den Zorn der ansässigen Ärzteschaft auf sich gezogen hat, die dann gegen ihn vorgegangen ist. Und das ist spannend, weil Ähnliches passiert ja heute wieder, dass letztendlich gar kein Interesse da ist, dass der Patient gesund wird, weil der soll ja weiterkommen und an dem soll ja weiter Geld verdient werden. Ja. Dazu passt auch, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in einer Monographie den Schwefel als veraltet und nicht gebräuchlich bezeichnet. Das ist spannend, dass sowas passiert. Und neuerdings wird der Schwefel sogar als giftig diffamiert, also zum Beispiel eben mit so einem Symbol, das dann abschreckt. Und wenn du in der Apotheke dann in manchen Apotheken gehst und sagst, du möchtest den Schwefel innerlich einnehmen, dann wirst du dann erleben, dass dir erzählt wird, das darfst du auf keinen Fall tun, das ist giftig. Und hier ist eben deine Eigenverantwortung gefragt, dass du das, wenn du es ausprobieren möchtest, eben in Eigenverantwortung tust. Also ich, wie gesagt, nehme es seit dem 11. November, aber wir dürfen ja alle keine Heilaussagen machen, tue ich hiermit auch nicht, sondern es geht darum, dass du in die Eigenverantwortung kommst und dir selber eine Meinung bildest, ja? Und dich vielleicht weitergehend auch noch informierst. Ja, in der Tat, und das ist jetzt ein Zitat, ich lese das mal vor von dem Karl Probst in seinem Buch, in der Tat ist Schwefel giftig, aber nicht für den Patienten, sondern für das gesamte Krankheitssystem. Denn wenn durch die Einnahme von Schwefel ein gesundes Darmmilieu entsteht und in der Folge davon eine gesunde Darmflora und daraus resultierend ein gesundes Immunsystem und als Folge davon ein durch und durch gesunder Mensch, so wird diese von ihren, wie auch immer gearteten Gebrechen geheilte Person für die Medizinindustrie völlig wertlos. Daher muss Schwefel von der derzeit herrschenden Krankheitsindustrie als Gift angesehen und verteufelt werden. Das steht auf der Seite 44 in dem Buch von dem Karl Probst. Also bilde dir selber eine Meinung und entscheide selbst, was du tun möchtest. Die Militärs dieser Welt wissen das übrigens, denn sie setzen den Schwefel für ihre Soldaten ein. Die kriegen in der Regel 1 Teelöffel am Tag und haben dann, wenn sie eben im Krieg sind, wenig parasitären Befall.
Oh Wunder. Ja. Zudem ist Schwefel wie auch Natriumhydrogencarbonat extrem preisgünstig. Also das Natriumhydrogencarbonat, da kosten 5 Kilo in Lebensmittelqualität ungefähr mit Versandkosten 10 €. Ein so ein Kilo Schwefel mit Versandkosten, da bist du auch ungefähr bei 10 € und also Tageskosten sind dann so ein paar, also 10, 20 Cent dann letztendlich. Ja. Ja, also was kannst du tun, um so eine Schwefeltherapie zu machen? Also immer in der Kombination auch mit dem Hydrogencarbonat natürlich. Du kaufst dir den gereinigten Schwefel nach dem Arzneimittelbuch 8 und also dass es entsprechend dieser gereinigte Schwefel ist. Wenn du es in deiner ansässigen Apotheke nicht bekommst, dann schau mal im Internet nach, da gibt es genügend Anbieter. Erwachsene nehmen dreimal einen Teelöffel zu den Mahlzeiten und Kinder dreimal einen halben Teelöffel. Und ich habe am Anfang probiert, also der Schwefel ist nicht wirklich wasserlöslich, also ist überhaupt nicht wasserlöslich, eher fettlöslich. Und dann haben wir am Anfang versucht, den Schwefel so mit dem Teelöffel zu nehmen. Und das ist so dermaßen trocken im Mund, das kriegst du also kaum runter. Da haben wir schwer gekämpft. Dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir das mit ein bisschen Öl anlösen. Aber das war dann auch nicht so ganz bekömmlich, weil einfach leichten Widerwillen. Und letztendlich haben wir dann auch durch ein anderes Video im Internet entdeckt, dass man den Schwefel ganz wunderbar abkapseln kann. Da gibt es zum Beispiel hier so eine Kapselmaschine. Das geht ganz einfach. Die ist ganz toll beschrieben. Da kannst du auch noch mal im Internet gucken, weil da gibt es schon entsprechende Videos. Da kann man dann den Schwefel abkapseln. Wir haben dann auch entdeckt, dass es solche vorgefertigten oder so leere vegane Kapseln gibt, indem man den Schwefel hinein befördern kann. Es gibt auch natürlich Gelatinekapseln. Also wenn du Veganer bist, kannst du trotzdem entsprechende Kapseln bekommen. Und die Kapseln, die schlucken sich dann ganz gut und so ungefähr in der Größe 00 brauchst du ungefähr 3 Kapseln. Da bist ein bisschen weniger als ein Teelöffel, aber das wäre dann entsprechend so passend. Ja, das wäre also dieses. Ich habe dir auch einen also einen Link geschickt. Ich habe meins da im Internet auch bestellt und so ein Abkapselgerät, das kostet also so ungefähr 30 €. Ich habe da auch bei mir das Natriumhydrogencarbonat abgekapselt, weil mir das einfach dann leichter gefallen ist, es zu nehmen. Das ist ein bisschen Fleißarbeit, aber die leichtere Einnahme, die ist da schon mal prima oder gewährt es. Ja, was auf jeden Fall passiert ist, wenn der Schwefel seine Elektronen abgibt, oder das, die also als Redoxpartner zur Verfügung steht, dass da Schwefelwasserstoff entsteht. Und dann stinkt alles erstmal nach Schwefelwasserstoff, also besonders deine Abgase. Und das ist also ziemlich schwierig. Das heißt, du sollst mal deine Angehörigen einweisen, was du vorhast. Und vielleicht, wenn du merkst, da kommt so eine Druckwelle, dass du mal den Raum verlässt, weil das ist also für die Nase schwierig. Und je mehr das für die Nase schwierig ist, desto mehr kannst du sagen, desto dringender ist es, dass du diese Maßnahme durchführst. Und es ist also sehr, sehr spannend. Das war bei mir, also so nach 3, 4 Wochen war das weg, dass die Blähungen oder das, was als Rülpser kam oder sonstiges, dass das so nach Schwefelwasserstoff, also nach faulen Eiern gestunken hat, das war dann weg. Dann habe ich gedacht, naja, dann kann ich aufhören. Und irgendwie, aber habe ich dann nochmal nachgelesen, sagt der Dr. Probst. Also man muss schon damit rechnen, dass das Wochen bis Monate dauern kann. Also je älter der Mensch und je ernster das Krankheitsbild, desto länger die Dauer. Also ein halbes Jahr kann da durchaus drin sein, dass man das nehmen sollte. Und dann habe ich das also wieder genommen und kam die gleiche Duftwelle nochmal. Und wie gesagt, jetzt bin ich seit November dabei und habe immer noch das Gefühl, ich kann
da noch weiternehmen, weil wenn ich so gelegentlich die Zunge angucke und sehe, die ist noch belegt, dann weiß ich, da ist noch weiteres nötig. Das ist sehr spannend, gell? Weil ich denke mal, die Parasiten, die sind vermutlich schon längst weg, aber das Redoxpotenzial ist offensichtlich noch nicht negativ genug im Körper, sodass das noch nötig ist, der Schwefel. Es gibt auch Menschen, die sagen, sie nehmen das fortdauernd, so eben wie die Militärs, die Soldaten täglich so einen Teelöffel nehmen. Aber das ist dann, wie gesagt, eine eigene Entscheidung. Barfuß laufen, geht's auch. Rohkost ist auch super. Also, aber mit dem Schwefel kommst du relativ schnell eben weiter. Ja. Patient von mir hat es dann auch ausprobiert und erstmal große Schwierigkeiten bekommen, weil, und ich denke, das ist das Hauptproblem, wenn es Menschen bei dieser Entsäuerungs- und Elektronenkur nicht gut geht, dass das vergessen wird, dass man unbedingt entgiften muss. Weil, warum? Die Parasiten, die haben in der Regel viele Schwermetalle aufgenommen und auch andere organische Giftstoffe gespeichert. Und wenn manche Parasiten, die geben auch beim Absterben Endotoxine frei, also so die kacken dir noch mal so richtig ins Wohnzimmer, so nach dem Motto, wenn ich schon sterben muss, dann kriegst du jetzt hier die volle Giftportion. Und deshalb ist es wichtig, während der Schwefelkur diese Bindemittel zur Verfügung zu stellen, die dann diese Gifte im Darm binden können, sodass die mit deinem Kot dann sozusagen rausbefördert werden soll und nicht im Körper Kreislauf fahren. Sonst hast du Kopfweh, sonst ist dir übel. Ja? Und wenn das Redoxpotenzial sehr positiv bei dir ist, dann kann das schon so sein, dass dieser Schwefelwasserstoff, dass du den auch aufstoßen musst. Das heißt, dass das wirklich also auch diesen faulen Eiergeschmack im Mund hast. Und dann weißt du also, da ist wirklich Handlungsbedarf. Aber das muss ja nicht sein, dass dir es dabei nicht gut geht, sondern dann müssen diese Bindemittel in Hochdosis rein. Ja, mit was kannst du binden? Also Algen sind da fantastisch, allen voran die Braunalgen, die Chlorella und die Spirulina-Algen. Also der Dr. Probst setzt hauptsächlich die Braunalge ein, Flohsamenschalen, Leinsamenschrot, Weizengraspulver oder ähnliches oder medizinische Zeolithe, Heilerde. Auch organische Schwefelformen sind klasse, kommen aber an den elementaren Schwefel nicht ansatzweise ran. Da wäre das MSM, also Methylsulfonylmethan zu nennen, das DMSO, das Dimethylsulfoxid. Also MSM wird im Körper zu DMSO umgewandelt. Und von daher wirken beide sehr, sehr ähnlich. Und die haben dann Wirkungen wie Entzündungshemmung, Schmerzlinderung, Gefäßerweiterung, Entgiftung. Beide sind sie Blut-Hirn-Schranken gängig und sind dafür deswegen super Transportmoleküle, weil sowohl wasserlöslich als auch fettlöslich. Das heißt, sie können Nährstoffe transportieren zu den Zellen und Abfallstoffe aus den Zellen raus. Sie wirken antioxidativ und sind ganz wichtig für die Kollagensynthese. Das heißt, die Haut wird straffer, das Bindegewebe wird fester, also die ganze Restrukturierung vom Körper findet dann statt. Also da gibt es in absehbarer Zeit, werde ich dazu auch ein Video machen. Und dann kannst du die Entgiftung auch noch mit Pflanzen unterstützen. Da bin ich über die Cassia Fistula gestolpert. Die Cassia Fistula, die sieht so aus. Das ist die Frucht von dem indischen Goldregen. Das ist also so eine Schote. Und es ist total witzig, weil wenn du die so anschaust, dann sieht die ja schon aus wie so ein Darm. Und wenn man die dann aufmacht, da müsste ich jetzt einen Hammer holen, dann sieht man da auch so ganz viele Rillen drin. Und da gibt es einen Menschen, der da auch schon sehr lange mit unterwegs ist, den Florian Sauer. Der hat auch eine eigene Webseite, www.deingesundheitslehrer.de. Da habe ich mir zum Beispiel diese Cassia Fistula so in einer ausgelösten Form besorgt. Das sind solche Blättchen, die hier in dem Rohr drin sind. Und die Samen sind auch mit dabei. Die Samen darf man nicht essen, die sind giftig.
Und die Plättchen haben in der Mitte so eine hölzerne Struktur, die kann ich auch nicht essen, aber ich kann die ablutschen. Und diese Cassia fistula, diese Melasse, die da entsteht, wenn man es auch in Wasser auflöst, die wirkt blut- und zellreinigend und kann das 50- bis 70-fache des Eigengewichts an Giftstoffen aufnehmen. Und der Florian Sauer hat das ganz, ganz toll beschrieben. Da kannst du auf seiner Webseite auch eine entsprechende PDF runterladen, wie diese Cassia fistula anzuwenden ist. Dann brauchen wir das hier nicht machen. Das kann ich also nur empfehlen. Diese Wirkung war fantastisch. Und aber wie gesagt, wir dürfen ja keine Heilaussagen machen. Bilde dir selber eine Meinung und informiere dich und probiere es gegebenenfalls einfach aus. Ja, weitere hilfreiche Pflanzen, sowieso alles, was wir gesagt haben. Cassia fistula nimmt man natürlich einzeln, aber auch die ganzen Bindemittel. Da ist am besten immer ein Kombipräparat. Also wenn du da eine Beratung haben möchtest, dann melde dich einfach. Kann ich dir gerne weitergeben, mit welchen Kombipräparaten oder mit welchen Präparaten ich da sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ja, hilfreiche Pflanzen, Wurmfarn, natürlich, sagt ja schon der Name, ja, gegen Würmer. Den sollte man aber nur in homöopathischer Potenzierung nehmen, der ist ansonsten zu heftig. Dann wäre Wermutkraut, einjährlicher Beifuß, Walnussblätter, Berberitzenwurzelrinde, Gewürznelken, Bockshorn, Kleesamen, Knoblauch, kanadische Gelbwurzel, also das ist der wilde Kurkuma, mit Mistelsamen, Petersilie, Fingertang, das wäre also auch so eine Braunalge. Also das wären so Pflanzen, die da richtig gut helfen können. Ja, also dann wären wir heute am Ende. Ich hoffe, das hat dir einige Informationen gebracht, einige Anregungen. Aber wie gesagt, Heilaussagen dürfen wir ja nicht machen. Du musst dir selber eine Meinung bilden und entscheiden, ob du es ausprobieren möchtest oder nicht. Ja? Und wenn du die Schwefelkur machst, vergiss das Entgiften nicht. Das ist das, warum viele sagen, bei mir hat es nicht funktioniert und mir ging es dabei so schlecht. Das muss nicht sein. Ja? Also, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du es teilst. Du findest den ausführlichen Text dazu wieder auf meiner Webseite und auch auf YouTube wird das Video stehen. Und dann kann ich noch sagen, nächsten Freitag wird es das nächste Video geben, das ist dann Freitag, der 2.3. Da werde ich mal aus persönlichem Anlass ein Thema einschieben, Segen und Fluch von Blutverdünnern und welche Alternativen es gibt, das Blut etwas besser fließfähig zu machen anstelle eines Medikamentes. Ja, ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende und bis bald. Tschüss!